Ben, hallo, liebe Tesla-Freunde und Freunde der E-Mobilität. Hier bin ich kurz am Muttertag. Ja, das Wetter ist ganz schrecklich. Gestern habe ich mir noch so ein bisschen Sonnenbrand geholt, aber heute ist es nicht so schönes Wetter. Wir gehen gleich die Schwiegermutti besuchen, aber vorher will ich noch kurz dieses Video aufnehmen, weil ich fahre nach Dresden. Und zwar am 24.05. Ich verlinke so ein bisschen mal was. Ja, ich blende mal so Karten ein, dass ihr seht. Ja, ich glaube, hier ist gerade so ein bisschen mehr Platz, wo wir uns treffen und wie wir uns treffen. Und zwar, der erste Treffpunkt wäre der Supercharger in Nossen. 16 Uhr am 24.05. Für eine Stunde wäre ich ungefähr da. So um 17 Uhr fahre ich weiter Richtung Innenstadt Dresden. Und da würde ich dann das zweite und das Haupttreffen eigentlich machen, weil das ist so ein bisschen mit Open End. Um 18 Uhr am Hotel The Westin Bellevue Dresden. Das ist nochmal, ich habe hier irgendwo, habe ich auch nochmal die Adresse kopiert. Ich kopiere das mal hier gleich nochmal rein, dass ihr seht die Adresse. Und zwar, da würde ich, da ist ein großer Parkplatz davor, was ich so auf dem Satellitenbild gesehen habe. Und da würden wir uns auf dem Parkplatz treffen, an dem Westin Bellevue in Dresden. Jetzt brauche ich noch die Dresdner unter euch, dass die so Tipps geben. Wo wir dann essen gehen oder trinken gehen. Also essen wäre auch gut. Und zwar, das ist ja hier dieses Stadtviertel nördlich von der Elbe. Da habe ich ein paar Restaurants gesehen jetzt da in der Nähe. Also wenn ihr mir mal unten reinschreibt, erstmal wer alles kommen möchte und dann nochmal mit Vorschlägen, wo wir uns dann hinsetzen werden. Ja? Ich werde dann da, wo wir uns treffen, das taggen und nochmal dazu schreiben, dass jeder weiß, wo wir uns treffen. Natürlich könnt ihr mir auch eine private E-Mail schreiben an teslamarkus in deutsch at gmail.com und euch da anmelden, damit ich ungefähr weiß, wie viele Leute kommen, dass wir auch einen Tisch reservieren können da in dem Restaurant, was wir uns dann gemeinsam ausgesucht haben. So. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich schneide jetzt noch mein Video weiter. Das Interview-Video mit dem Kurt Siegel. Das kommt dann jetzt im Laufe der Woche raus. Ich hoffe schon am Dienstag. Und dann, ja, sehen wir uns ja bald. Ne? Also vor allem die Leute, die in Sachsen wohnen. Ja, nach Berlin schaffe ich es leider nicht ganz dieses Mal, aber vielleicht sind ein paar Berliner auch zufällig dann in Dresden. Wäre schön. Ich bin die Tage vorher in Leipzig und Chemnitz, aber da habe ich schon ganz viele Termine. Deshalb wollte ich eigentlich diese beiden Treffpunkte, die ich jetzt gerade vorgeschlagen habe, erstmal so nehmen. Und mal gucken, vielleicht gibt es noch eine Blabla-Fahrt, weiß noch nicht. Ich fahre dann am Freitag nach Freising zu dem Gabor. Der gibt da sein Auto zurück und da treffen dann die Clean Electric Jungs. Auf jeden Fall den Marcel, der den Tesla an den Gabor zurückgibt. Ja. Ansonsten habe ich ein interessantes Video geschickt bekommen vom Milan. Das würde ich gerne im Anschluss jetzt an dieses Video nochmal hinten dranhängen, dass ihr das seht. Milan war ganz begeistert von unserem Besuch beim Owe. Und hat daraus ein Video geschnitten. Und ja, ich hänge das einfach mal hinten dran. Ich ändere nichts dran und schaut es euch an. Vielen Dank an den Milan, alle Credits an ihn. Und er hat auch erlaubt, mir das Video hier zu zeigen. Ich wünsche euch noch einen schönen Restmuttertag heute am trüben Sonntag. Und wir sehen uns. Macht's mal gut. Ciao, ciao.